Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Direkt, ich habe mein Mikro vergessen, ich filme mit Ansteckmikro. Ich hoffe, das kackt nicht ab und ihr habt einen guten Sound. Und sonst hoffe ich, dass ihr trotzdem am Start bleibt bei dem Video. Heute, was ist am Start? Wir testen drei der bedeutendsten Fastfood-Ketten in Deutschland, die auch noch überhaupt nicht so runtergerattert sind im Internet. Wo ich selber nicht mehr wusste, teilweise, dass die so groß sind. Wie unter anderem Frittenwerk. Frittenwerk hat, lass mich lügen, jetzt muss ich auf mein scheiß Handy gucken. Ich habe schon wieder Ausraster eben geschoben, weil ich mein Mikro nicht dabei habe. 55 Filialen in Deutschland. Also gerade was Frittenwerk Ketten angeht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt andere gibt. Zumindest ist es die Größe. Die werden wir abchecken. Bei allen drei Läden heute checken wir nur eine Sache ab, damit ich mich nicht vollfresse. Und eventuell habe ich gleich noch einen kleinen Bonus für euch, der eigentlich nicht zum Video passt, aber ich will einfach mal testen. Ich bin gespannt, Mann. Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Ganz nebenbei nur, es ist ein Riesenladen. Ich bin hier wirklich gefühlt hunderte Male vorbeigegangen. Du checkst nicht, wenn du unten bist, dass hier oben so ein Riesenraum noch ist. Also das ist echt krass. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt gleich direkt snacken. Riecht hier geil schon nach Champignons und Bratensoße. Die haben hier auch, ja auch diese mit Bratensoße, die Fritten, die sind immer, also das schon, wenn man die nicht hinkriegt, eigentlich, also leeres Tor nicht treffen. Aber wir werden uns wirklich an den Kebab-Fritten probieren. Scheiße, was ich eben schon wieder geredet habe. Ich kann mir wirklich vorstellen, jetzt offene Worte, ich will die ja auch nicht in die Pfanne hauen. Jetzt nehme ich einmal Kebab-Dinger. Schwierig da zu punkten bei mir. Ich nehme auch die mit Bratensauce einmal. Er sagt, Montreal-Style-Poutine sind auch mit die beliebtesten. Das ist mit Champignon-Rahmsauce, Mozzarella, Radieschenscheiben. Wenn wir die auch probieren. Einmal schnell ein bisschen reinsnacken. Die beiden Sorten nehmen wir. Ach so, das gibt zwei verschiedene Fritten. Genau, Hausfritten, Knoblauchfritten und Süßkartoffelfritten. Ach so, ihr habt da drei verschiedene. Dann nehme ich einmal Knoblauch, einmal Hausfritten. Die Kebab nehme ich mit Knoblauch und die anderen nehme ich mit normalen Hausfritten. Ja. Vergesst mal, dass ich kein Mikro anhabe. Also manche sehen echt sehr special aus. Ich habe so ein Ansteckmikro hier oben. Bisher, das ist echt schwierig. Ich muss immer hier reinsprechen. Boah, guck dir das mal an. So, und dann, Andy Warhol. Mega, die sehen gut aus. Ich werde jetzt nicht nachschnacken. Also eins kann ich euch sagen, Augen zu. Und ich würde wetten, 9 von 10 Leuten checken nicht, dass das nicht aus dem Dönerladen kommt. Komplettes Dönerfilet, ganz normaler Hähnchendöner. Gut gemacht und nicht verkehrt. Also ihr habt erstmal hier eine dem Döner nachempfundene Dönersoße. Ihr habt Krautsalat unter dem Kebab. Logischerweise Pommes, Tomaten habt ihr auch noch dazu. Versucht mal alles irgendwie reinzukriegen, weil das ist ja auch oft Gefahr, dass die Pommes so aufweichen von den Soßen. Oh, komm her, bitte einmal. Keinen Stress. Ich will hier, muss ich hier bitte hier machen, ey. Weil ich meinen Ständer vergessen habe. Süße hier Krautsalat. Ich finde, da ist oft sogar so, dass der Krautsalat zu süß wird. Hier in der Kombi zumindest geht's klar. Nimmt er den jetzt oder nicht? Mann, ich drehe hier am Rad. Ich hab keinen Bock jetzt. Ja, das ist hier runtergefallen. Ja, weil ich keine Hand frei habe, weil ich meinen Ständer nicht dabei habe, Mann. Ich denke, Pommes hinzukriegen, so dass du Soßen drauf knallst und sie trotzdem wirklich noch kross sind, wird sehr schwer. Und unter diesen Umständen haben die es sehr gut hingekriegt. Leichte Schärfe. Nochmal zu den Bratensoßen-Dingern. Seht ihr das? Da ist der Mozzarella jetzt runter und zieht so richtig Fäden. Wo seht ihr das? Komm jetzt hier ab.
sind nochmal einen Schwung drauf hier. Da merkt man, da kommen die her. Das ist bei den Standard Mission Sortiment, das machen sie lange. Vielleicht sind sie sogar hierfür bekannt geworden, keine Ahnung. So, und jetzt bitte, ey, mach mir hier keinen Ärger. Ist mir jetzt egal, ich leg das Ding wieder hier hin. Ja, diesen check ich in der Kombi nicht so 100%. Doch, vom Geschmack her kombiniert das schon ganz geil. Ich würde behaupten. Gut, ich hab dich gar nicht bemerkt, ey. Ich hab mich eingeschlichen. Ey, seit wann steht denn da? Oh, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich gebe dir direkt Feedback, wo du hier bist. Deutlich stärker, als ich gedacht hätte. Auch die Kebab-Dinger, ja, stärker, als ich gedacht hätte. Ich bewerte ja auch immer 1 bis 10. Kebab, finde ich, ist so ein Ding, würde ich bei euch auch zuzählen. Das ist ja eine Aktion, das habt ihr nicht ewig. Für mich deutlich der Favorit, die Bratensoßen-Dinger. Ich lasse mal an, ja. Ich hole gleich noch mal ein paar Servietten, ja? Ja. Ich hab ja irgendwo welche gehabt. Na hier. Ich bin neu im Pommes-Game jetzt auch drin. Also natürlich esse ich mein Leben lang Pommes, aber so im offiziellen YouTube-Test, das stapel ich immer erstmal tief, weil man nicht weiß, was kommt. Aber so eine 8,8 hätte ich hier schon spontan gegeben von 10. Beim Kebab hätte ich so eine 7,5 gegeben. Die ist auch stark, wirklich lecker. Vor allem das Dönerfleisch hat mich sehr überrascht. Nur ich finde so ein bisschen zu süß. Aber vom Ding her gerade der... Also das könnte auch gefühlt eine Dönertüte sein. Ah, ist auch schon stark. Vor allem die Knoblauch-Fries auch, ne? Ich habe mit Knoblauch drin gehabt, sag ich ehrlich, merke ich jetzt erst, wo ich dran denke. Ich habe ja so einen geilen Knoblauchgeschmack, der durchschwingt noch. Dezent, aber es da. Aber das war. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Feedback. Wenn du den besten Döner Deutschlands probiert hast und das ist eine 7,5, ist das auf jeden Fall fein. 8,8, ich glaube, da können wir auch mit zufrieden. Auf jeden Fall, also wirklich, Leute, da kann ich euch auch sagen, unbedingt testen, also auch gerade die mit Bratensauce. Das kennt man, hört man immer wieder, hat man vielleicht aber noch nicht getestet, aber gerade auch die Bratensauce unbedingt mal testen. So, also das war mein Besuch bei Frittenberg. Wir testen jetzt eine Legende aus Hamburg. Ganz kurz, schnell, nur reingeschoben ins Video, wirklich zicki-zacki. Jim Block kommt vom Blockhaus. Blockhaus, denke ich, kennt ein paar mehr. Jim Block in Hamburg kennt gefühlt jeder. Das ist eine Legende. Immer nur Gutes gehört, dann war ich selber mal da. War nicht so stark. Dann habe ich aus Insiderkreisen erfahren, dass sie wirklich abgenommen haben sollen. Da hatte mit betriebsintern ja Geschichten zu tun. Und da soll jetzt jemand übernommen haben, so ein Macher, wisst ihr? Der soll da vieles umgekrempelt haben. Einer, den viele, die in der Burgerbranche unterwegs sind, den viele kennen, hat hier übernommen. Zack, und jetzt soll das hier wieder richtig gut sein. Ich hole direkt raus, wir sind direkt hier jetzt mit dem Burger. Weil als ich letztes Mal da war, durfte ich auch nicht filmen. Ich hole mir einfach Burger raus jetzt. Also rein von der Optik, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ich muss mich hier wieder wie ein Knecht platzieren, so eine Scheiße. Guck mir wieder alle so eine Scheiße an. Ich parke übrigens direkt neben dem Laden. Da vorne war mir das doch zu wild. Oha. Erstmal zum Bun. Bun nicht verkehrt. Du hast erstmal wirklich einen dezenten, butterigen Geschmack im Mund. Konsistenz. Seht ihr diese Waben? Ich nenne es jetzt mal Waben. Erinnert das wirklich an Bäckerbrot. Das ist auf ganz plump gesagt, fehlt dir ein bisschen Saftigkeit. Das erinnert mich wirklich an so ein Bäckerbrot, wo ich am Abend hingegangen bin, wo ich dachte, oh, hat Potenzial. Also ein Brötchen eher gesagt, oder? Ich weiß nicht mehr, was für ein Gebäck das war, aber irgendwas, was ich öfter mir schon geholt habe und abends da war und dachte, okay, oh, ist ganz geil, aber man merkt, dass es abends ist. Wisst ihr, wie ich meine? Sehr soßenlastig, dezenter Käse, gar nicht verkehrt. Vernünftiges Fleisch, wirklich gutes Fleisch, geht über in eine schöne Pfeffernote. Schöner Moment gehabt. Das ist das, wo wir nachsuchen in dem Burger. Nach geilen Momenten, einzigartigen Momenten. Und trotz TK-Patties, sind TK-Patties, ist der Fleischgeschmack super. Besser als bei vielen, 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 vielen anderen Burgern. Das habe ich oft schon erlebt, dass du gemerkt hast, dass bei TK-Patties teilweise der Fleischgeschmack, ich habe mir so Premium-Premium-Burger im Internet bestellt, der Fleischgeschmack war super. Du merkst nur die Konsistenz und das Gesamtfeeling hinkt. Und so ist es hier auch. Geiler Fleischgeschmack, aber Gesamtfeeling hinkt. Kriegen sie natürlich dann auch nicht Medium hin. Ist durchgebraten. Richtig guter Fleischgeschmack. Schnack ich kurz auf, dann geht's weiter. Für mich eigentlich eine klare Nummer. Weil der Fleischgeschmack so stark war. Steht auch noch extra ein Ding. Premium Beef aus eigener Aufzucht steht da drin noch. Blockhaus ist bekannt, dass sie ihre eigene Fleischaufzucht haben etc. Das war wirklich Premium. Aber der Rest hat echt gehinkt. Der Fleischgeschmack hat wirklich ganz stark gepusht. Zu viel Soßen, Gesamtfeeling war einfach, boah, war nicht so stark. Einfach auch keine Balance gewesen. Keine Balance, keine Liebe. Aber Fleisch hat alles rausgehauen. Wirklich, also das war schon herausragend.
Und jetzt sehen wir uns noch bei zwei wirklich bedeutenden Franchise-Unternehmen in Deutschland. Viel Spaß. So, also kurz für euch, wir sind jetzt im Phoenix Center in Hamburg-Harburg und wir werden zu Nordsee. Nordsee, Alter, da muss ich nochmal in mein Handy gucken, wie viele Filialen die haben. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. 366 Filialen weltweit, 308 in Deutschland. Krankes Ding, habe ich nie gewusst, dass die so heftig sind. Und ich kann mich nicht erinnern, überhaupt mal da gegessen zu haben. Und da werden wir jetzt snacken. Denkt immer an Zack Plus, wenn ihr irgendwas zum Trainieren braucht, ob Supplements sind, Equipment und. Besten Supplements made in Germany. Alles geiler Scheiß am Start bei zackplus.de und mit Code Holle kriegt ihr 10% Rabatt. Und jetzt geht's zum Snacken. So, ich hab's gesichtet. Hier sind wir jetzt bei Nordsee. Nordsee, Nordsee, hallo, hallo. Wundert euch nicht, ich habe auch wieder vernünftigen Sound jetzt am Start. Vielleicht war der ebenso geiler, könnt ihr mal sagen. Also bis zum Teil hier beim Nordsee, hier im Parkhaus und so, habe ich gar nicht gefilmt im Parkhaus. Aber egal, bis zu diesem Teil habe ich mit einem Aufsteckmikro oben drauf gefilmt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geworden ist. Wer ist hier Nordsee? Ich denke mal, ich kann da nicht filmen. Hol ich mir einfach was raus, snack das hier eben auf die schnelle Welle. Hier kann ich meinen Ständer auch hinstellen, hier mein Kameraständer und gut ist. Ja. Also geil, ihr Beine. Er sagt, was willst du testen? Ich sag Nordsee. Er sagt, ah, versteckt, sagt er. Oh mein geil. Ja, ich hol mir mal irgendwas raus. Oh, ich werde Matthias Baguette, glaube ich, nehmen. Matthias hat mich immer geflasht. Matthias kann so geil sein. Also wer noch nie Matthias Filet, Baguette, Brötchen, wie auch immer gestern, muss es so machen, das flasht so vom Geschmack. Also ganz unerwartet, heftig, intensiv. Huhu. Auch gut voll hier. Ich fäll mal so ein bisschen rauf hier. Hossa, da bin ich schon wieder. Hossa, hossa. Ich denke, die könnten ein bisschen am Kassensystem, wie man sich anstellt, ein bisschen was verbessern. Also die standen da echt, ich wollte nur ein Baguette. Ich erkläre gleich, warum ich ein Backfisch-Baguette genommen habe. Und die anderen haben alle so große Gerichte genommen. Und ich denke mir, zwei Schlangen, wo einer da, ach, ich halt einfach mein Maul. Ich laber einfach schon wieder. Echt unnötige Scheiße, ey. Heute muss man echt einfach auch mal selber fragen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das können wir ein bisschen besser gestalten. Ich wäre innerhalb von 2 Sekunden weg gewesen. Wir haben ein Backfisch-Baguette genommen. Warum habe ich jetzt das genommen und nicht Matthias? Ich habe es genommen, weil es, glaube ich, öfter gekauft ist, so ein Matthias-Ding. Da können sich die meisten besser reinflashen. Erstmal eins, wirklich, da brauchst du keine Experte für sein. Das Brötchen aus ist absolutes Billigbrötchen. Das merkst du. Da brauche ich jetzt auch kein schönes Wort für finden. Schmeckt manchmal trotzdem, passt, aber wir gucken. Jetzt weiß ich, wie ich es ausdrücken soll. Die haben 2 Kassenschlangen. Eigentlich einmal die für die Gerichte, die richtige Gerichte nehmen und einmal die, die da schnelle Sachen sich einfach rausnecken. Ich glaube, keiner checkt, wo er sich anstellen muss. Auf jeden Fall hatte ich 3 Leute vor mir, die irgendwelche Gerichte genommen haben, die 5 Minuten gedauert haben. Und die wollten eigentlich nur ein Baguette essen. Und die hätten sich einfach an der anderen Seite anstellen müssen. Das wollte ich damit sagen. Können wahrscheinlich die Kassiere nichts für, aber irgendwie muss er... Da müssen wir mal den Gastroflüsterer dazu holen, wie wir das regeln. Den Kemal Üres. Also ganz kompromissloses Urteil von mir, ohne mich da jetzt groß reinsnacken zu müssen. Ich fühle mich wieder sicherer mit meinem Ansteckmikro. Ich fühle mich so viel sicherer. Der andere drin nervt, du kannst doch nicht die von hinten essen. Brechen, wollte ich sagen. Wohlgemerkt, ich kann kein allgemeingültiges Urteil für so einen Laden treffen, wenn ich ein Baguette esse. Ich kann nur über dieses Baguette sprechen, nur über dieses. Der Rest kann wunderbar sein. Die haben auch frische Gerichte, Scholle und. Sieht super lecker von hier aus zumindest aus. Aber das Baguette ist nichts, wirklich nicht. Sieht aus wie ein Billigbaguette, fühlt sich an wie ein Billigbaguette, schmeckt wie ein Billigbaguette. Und auch das Filet innen, dem fehlt irgendwie die Würze, das gewisse Etwas. Irgendwie ist das recht lasch vom Geschmack. Remoulade kommt kaum durch. Es gibt so geile Remoulade, gerade mit Fisch. Oh, da kannst du dich reinlegen. Oh, altes Brötchen. Wir werden mit Sicherheit seit heute Morgen liegen und nicht abverkauft worden sein. Wir gehen jetzt rüber zu Hans im Glück. Dazu erzähle ich gleich auch noch was. Auch eine der größten Burgerketten in Deutschland. Haben wir noch nicht online getestet, außer einmal im Livestream. Aber lange her. Gehen wir rüber zur Bewertung hier. Kann ich nicht mehr als 4 von 10 geben. Geht irgendwo noch, aber mehr als eine 4 von 10. Da kannst du nicht geben. Kannst du nicht machen. Nee. Eine 4-4. Geben wir eine 4-4. Die ist irgendwo noch im Rahmen, aber wenigstens frisches Brötchen Nordsee hätte ich erwartet. Wir sehen uns drüben bei Hans im Glück. Gleich noch ein paar Worte von mir dazu. Den Rausgang, den muss ich nochmal filmen, wie episch ich hier rausgehe. Alter Verwalter, guckt euch das an. Ach, jetzt kommen wir nicht dazwischen hier. Ach so. Alle gehen raus, ey. Jetzt dauert das 100 Jahre. Also, ich habe es richtig gefühlt, hier rauszugehen. Wahrscheinlich fühlt man es jetzt nicht so wie ich. Boah, mal ja. Und auf einmal bin ich am Start. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ihr seht gleich Hans im Glück. Hat eine enge Geschichte mit Peter Pane. Peter Pane ist noch größer. Hans im Glück hat, glaube ich, ich guck mal auf mein Handy. Google kann auch lügen, aber hat 90 Filialen in Deutschland, habe ich jetzt geguckt.
So, also hier sind wir jetzt direkt beim Eingang. Wirklich schöner Laden. Ist lange her, dass ich hier war. Zumindest vom Design heftig. Geschmack will ich gar nichts erstmal zu sagen. Design heftig, schöne Läden. Kannst du auf jeden Fall geilen Tag verbringen. Was heißt Tag, ey? Echt, heute ist schon wieder wahrscheinlich den ganzen Tag, ey. Ich bin so verdammt verklatscht. Da kannst du gut Zeit verbringen. Schön auch Getränke trinken und einen Cocktail wahrscheinlich und einen schönen Eistee. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob ich da filmen darf. Und sonst holen wir einfach einen Burger raus. Ich darf sogar hier filmen, ey. Guckt euch das Design an. Ja, robuste Dinger, ey. Wirklich, die sind robuster Baumstamm. Also ich habe jetzt gerade einen normalen Cheeseburger bestellt. Und welches Brötchen würdest du empfehlen? Sauerteig, Mecker oder Brioche? Brioche, dann nehme ich Brioche. Ja, perfekt. Drei Brötchen kann man bestellen. Wir gucken gleich nochmal in die Karte. Ich habe noch schon mal bestellt eben. Alles klar, dann bis gleich. Danke dir. Designtechnisch ist das hier 1+. Dann gehe ich die Treppe hoch jetzt. Ach, hier ist gar nicht sitzen. Hier ist Toilette. So eine Scheiße, ey. Ich wollte hier einen geilen Raum filmen. Ach, ich fühle mich so geil jetzt mit Ansteckmikro. Das hat mich so durcheinander gebracht. Ich hoffe, das hat man nicht gemerkt, du. Jetzt fühle ich mich richtig wieder wie der Boss. Merkt ihr das? Ich fühle mich wie der Boss. Fast auf die Fresse gelegt hier. Könnt so vergleichen, wenn auf einmal Mike Tyson mit einem anderen Paar Handschuhe kämpft. Der wird sich auch erstmal umgucken. Und so war das mit meinem Mikro gerade hier. Hier werde ich gleich speisen. In diesem schönen Eckchen hier in Harburg. Guckt euch das an. Hier ist draußen. Hier kann man direkt draus gucken. Die haben wir auch. Oh, sehr schön. Die haben ja eigene Frittensoßen, Orangensenf, Tomatenketchup und würzige Grillsoße. Interessant. Brat mir mal einen Anstorch hier. Pfefferbusch, Alter. Pfefferbusch. Wer nennt einen Burger Pfefferbusch? Hat mir gerade die Schambe Herring vorgestellt von irgendwann Frau, nicht rasiert hat. Was wollte ich denn überhaupt gucken? Ey, ich habe völlig vergessen, was ich gucken wollte. Den Cheeseburger wollte ich suchen. Auch bekannt Hans im Glück für gutes, veganes und auch vegetarisches Angebot. Hier sind sogar die veganen und vegetarischen Sachen zuerst zu sehen in der Karte. Wir essen die Mutter aller Burger. Ganz normal. Die essen wir. Let's go. Eine Runde, eine Chance für Hans im Glück. Da kommt der Kollege schon mal. Also optisch wirklich wieder gut. Schönen Käse nochmal hier. Hier nochmal, also wirklich optisch, kann man echt machen. Brioche-Brötchen. Da gucken wir mal hier. Den ziehen wir raus. Guter, weicher, buttriger Durchbiss, leichte Butternote vom Brioche, gefolgt vom milden Käse, nicht zu intensiv milder Käse, scheint auch nicht irgendein Billigkäse zu sein, sondern vernünftiger, begrüße ich auch immer. Interessanter Biss auch wieder. Ja, wirklich das Brioche wie eine Wolke. Beißt du rein, dann hast du erstmal ganz viel Luft. Dann so ein Soßen-Switch, das habe ich auch, kann ich mich nicht daran erinnern. Du hast die Soße erst gehabt mit so einer typischen klassischen Burgersoße. Da kam so ein bisschen der Umschwung in so eine Kräutersoße quasi. So einen richtig schönen Säurepeak. Also wirklich, das war gelungen. Fleisch kam auch zwischendrin rein. Das ist ein normaler, schöner Gouda. Nicht irgendwie so ein billig Schmelzkäse, sondern ein schöner Gouda. Leicht unterschwellig, so die Bräunung vom Bun, wie so ein Toast quasi. Diese krosse Seite vom Toast, dieser Geschmack. Und der leicht unterschwellig im Burger, das ist wirklich gut gelungen. Dann hast du den Fleischgeschmack wirklich noch drin. Ich habe eben auch gesehen, kann man jetzt hier nicht sehen in dem Biss, habe ich leider schon weggebissen. Leicht Medium auch noch hingekriegt. Frischer Salat. Ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass der Laden erfolgreich ist. Aber ich kann euch auch eins sagen. Und ich erzähle euch gleich mal meine Theorie zum Gesamterfolg dieser Burgerkette. Erfolg von diesem Laden ist einfach Gesamtkonzept. Gehst hier hin, du hast eine geile Zeit, du hast geile Getränke, nette Bedienung, geiles Ambiente. Kannst auch mit deiner Frau hingehen und keiner wird rumheulen und sagen, du hast mich zum Billig-Imbiss oder zum Billig-Burger gebracht. Und das gibt danach Ärger wieder zu Hause. Bist mit mir Döner essen gegangen an Valentinstag. Wenn der Döner gut schmeckt, ist perfekt. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Burger im Gesamtüberblick kamen super rein. Geile Momente, alle wie ich sie beschrieben habe. Bis zum Schluss wirklich auch immer noch stabil geblieben. Hatte aber einen leichten Abfall. Leichten Abfall in der Hinsicht, zum Schluss hattest du auch mal ein bisschen mehr nur Fleisch. Und spätestens da, wenn du vorher nicht drauf geachtet hast, ich habe aber auch vorher drauf geachtet, hast du halt gemerkt, es ist
das TK-Filet. Wir haben TK-Patties und das habe ich auch schon vorher gemerkt. Und das ist das, was den Burger nicht zur kompletten Explosion gebracht hat, sondern es zu einem stabilen, vernünftigen Burger werden lassen hat, aber zu keinem sonderlich guten Burger. Ein stabiler Burger kann man gut essen. Und der Burger eben von Jim Block hat mir bewiesen, auch wieder mal, dass du es mit einem TK-Patty hinkriegst, wirklich stabiles Ding hinzuzaubern. Ein wirklich stabiles Ding, einen geilen Fleischgeschmack. Dieser Fleischgeschmack von diesem Burger leider zum Schluss ging in die etwas negative Richtung. Ne? Aber zum Schluss, am Ende des Tages, ein stabiler Burger. Für mich immer noch, gerade am Anfang, Soßenverhältnis auch wieder nicht ganz perfekt gewesen. 7,2 hat er noch verdient. Ne, 7,2 hat er verdient von mir. In dem Sinne, ich überlege gerade, ob ich noch was sage. Nein, sage ich nicht. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Von diesen wirklich großen Franchise-Fastfood-Ketten, die wir gesehen haben, die teilweise, wie ich finde, nicht so bekannt sind, wie ich gedacht hätte. Oder ich es nicht wusste, dass sie so eine Größe haben. Wie dem auch sei, lasst mir gerne einen Daumen oben knallen, einen Kommentar da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.